Ich kann nicht mehr. Das ist übel. Ich möchte nicht mehr. Nein, das ist... Kann man nicht mehr? Ich möchte Pac-Man spielen. Ist besser. Alles egal. Snake. Ja, was auch immer. Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Kurz-Let's Play hier bei Heisberg Zock. Man könnte auch sagen, einmal reingeschnuppert. Es ist Driven Out und es ist ein bockschweres, Sidecrawler-Schlag-mich-tot-Spiel. Ich habe es mal ein bisschen getestet und ich kam tatsächlich über die ersten zwei Gegner hinaus. Ging nicht. Dann hat Harry sich bereit erklärt, Kollege Harry natürlich anwesend. Hallo. Dass er mir noch ein bisschen hilft dabei. Er wird es auch mal noch versuchen. Aber wenn vielleicht auch nur mental, aber... Ja, zumindest mentale Unterstützung, die wäre sehr hilfreich, weil, ja, ich würde sagen, wir labern gar nicht lange. Wie gesagt, es ist so ein Side-Scroller, wir werden es gleich sehen. Hat aber, ja, durchaus den Ruf, die Härte eines Dings zu haben. Wie heißt das Spiel da nochmal? Von oben. Scheiße. Von oben? Dingens? Härte? Mann. So, da musst du kurz schneiden. Ich hatte keine Ahnung mehr, wie das Spiel heißt. Dark Souls. Natürlich, das Hardcore-Spiel für die ganz Wilden. Und das ist so ein bisschen von der Seite das Ganze. In, ja, auch ein bisschen Dark Souls. Halt. Soll ich mal anfangen? Man merkt schon, ich drücke mich rum. Aber irgendwie werden wir das jetzt hinkriegen. So, ja. Okay. Gewisse Anfangshürden. Aufnahme läuft. Das ist ein gutes Zeichen. Okay, wir drücken Start. Empty. Ja, machen wir mal empty, was auch immer das heißt. Was heißt denn Contraption auf Englisch, Harry? Das weiß ich auch nicht. Empty heißt zumindest leer, das weiß ich. Das kann ich nicht auswählen, das kann ich auch. Okay, jetzt geht's los. Oh, ja, nee, hallo. Nee. Ja, aber. Ja, tot. Okay, daran können wir uns gewöhnen. Ach, das war's nicht du. Ich möchte nochmal von Anfang an anfangen. Hm. Doch, das war ich. Also du warst... Aber ich habe nicht interagiert. Ja. Ich dachte, weil ich interagierende mal, Person, nee, wieso schlägt denn schon zu? Wir fangen von vorne an, guck mal. Weil ich muss sagen, die Grafik finde ich zauberhaft. Das hat so ein bisschen was von alten Arcade-Games. Retro-Style, so von ja. Super Nintendo etc. Gefällt mir sehr gut. Aber das Spiel ist tatsächlich dermaßen bockschwer. Jetzt kriegen wir gleich mal eine gelangt. Da kann man nichts machen. Okay, jetzt nehmen wir unser Schwert. Und jetzt müssen wir uns irgendwie gegen den hier verteidigen. Okay. Und das gelingt mir ja schon hervorragend. Also hier kann man, das gibt keinen Schaden. Das ist so eine Art Tutorial. Mhm. Hier kann man einfach üben wie, eine Taste drücken. Und jetzt muss ich aber herausfinden, wo schlägt er hin. Drei Möglichkeiten. Oben, Mitte, unten. Und jetzt lacht ihr, das klingt relativ einfach, gebe ich zu. Ich finde es bockschwer. Okay. Man sieht irgendwie nicht richtig, was er macht. Wir können ja mal... Das heißt, du kannst blocken, oder wie? Du kannst gar nichts. Was macht's denn hier neben mir? Jetzt geht's wieder nicht. Mitte, oh, alles klar. Ich muss gucken. Was macht die Ziege hier an meinem Rücken? Nicht auf die Ziege oben. Alles klar. Und jetzt? Unten. Oben. Mitte. Okay, das hat sogar geklappt. Oben. Das hat auch geklappt. Ah, sehr gut. Klappt in der Mitte. Nein, nicht schlagen. Oben. Das heißt, jetzt du kannst blocken oder musst jetzt blocken. Ich kann das Ganze blocken und schlagen. Ah. Und er hat halt keine chronologische Abfolge, sprich, der wechselt die ganze Zeit die Schläge. Ja, also, hoffentlich. Das wäre Ich nehme jetzt auch keinen Schaden, wie gesagt, weil es Tutorial ist. Aha. Also nochmal oben. Unten. Mitte. Habe ich genau verpasst. Das wäre schon der Tod gewesen. Das heißt, mit den Knöpfen steuerst du jeweils den Block. Oben, Mitte, unten. Ja, aber siehst du, wie schnell man da eigentlich sein müsste? Ich bin immer zu langsam. Jetzt. Nee, das wäre die Mitte gewesen. Falsch gedrückt. Oben. Unten. Mitte, sorry. Ja, eben. Ja, aber angetäuscht. Genau. Eine Finte. Eine Voll. So eine Ratte. Oben. Unten. Unten. Ja. Oben. Unten. Unten. Mitte. Ja, eben. Ja, aber okay, ich würde sagen, schon. Wir stürzen uns mal in den Kampf. Wie gesagt, das macht keinen Schaden. Die richtigen Gegner, die machen dann aber ordentlich Schaden. Das werden wir wahrscheinlich gleich sehen. Und wenn die schlagen auch oben, unten, Mitte ja, und so. Wenn ich jetzt scheitere, dann ist natürlich Harry dann dran. Das Mitte oder unten? Ja, schon den ersten kassiert. Mitte, unten. Ich habe doch eigentlich...
Das ging aber schnell. Ach. Echt jetzt? Ja. Okay, wir fangen nochmal an. Eine bezaubernde Grafik. Für mein Gefühl, ja. Also ich muss euch vielleicht warnen, wir kommen tatsächlich nicht allzu weit. Also ich nicht. Nachher versucht es eher mal. Ich würde sagen, ich mache mal 3 Versuche. Ja, einen hatte ich jetzt. Er streitet sich darum, wer dann darf. Naja. Naja. Nee, das war nicht der. Ich drücke schon wieder oben. So, hau ab. Gleich die. Wir wollen mal noch den zweiten Gegner sehen, weil wir messen. Wie schlägt man? Zeige ich dir alles. Ah, alles klar. Alles in Ruhe. Mitte. Mitte. Oben. Oben. Mitte. Ah, immerhin noch wieder. Jetzt aber. Daneben. Oh, schnell weg. Mitte, oben. Also der ist natürlich noch relativ einfach. Mitte. Eigentlich. Ja. Mitte, oben. Sehr gut. Zack. Zack. Schön. Zack. Mitte. Ui. Jetzt geht's. Ah, schade. Ein Punkt hat er noch. Ja. Oh, ja, ich habe ihn doch eigentlich. Also eigentlich habe ich ihn. Okay, eins habe ich noch. Es ist unglaublich. Man kann noch im Prinzip eine Kopie von sich selbst erstellen. Das kann ich schnell zeigen. Dann kann man dorthin dann zurück, wenn man weiterkommt. Nur erst muss man noch ein bisschen weiterkommen. Ich kann ja aber, ich mache, sobald wir das haben, mache ich das schnell mit der Kopie. Und das kann man, glaube ich, 3-mal machen im ganzen Spiel. Das sind im Prinzip die Zurücksetzpunkte. Und man muss halt aufpassen, wenn ich jetzt hier zu lange habe, dann kommen tatsächlich von der anderen Seite auch noch welche. Das ist unmöglich. Also Mitte, oben. Zeit spielt also auch eine Rolle. Schön, gut, zack. Man kann nicht nachsetzen, wenn er am Boden liegt oder so. Doch, so, man muss aber wirklich ein genaues Timing haben. Ach, sehr schön. Okay, den haben wir. Die Kuh können wir leider nicht melken, das habe ich auch schon versucht. Und jetzt kommt der erste, der dann doch ein bisschen heftiger ist. Der ist schon größer. Aber die Grafik ist halt cool. Also mir gefällt das. Ja, das ist wirklich so, wirklich das Gefühl wie früher an den Arcade-Automaten. 13 mal. Oben. Ah, ich habe eigentlich nochmal gedrückt. Oh, und der macht halt Schaden. Es gäbe keinen Morgen mehr. Der kann nur oben, glaube ich. Nee. Nee, glaub mir, der kann auch anders. Echt? Er hat noch 2, vielleicht schaffe ich den. Ich habe ihn einmal geschafft. Dann kommt der nächste, der ist dann noch größer. Beziehungsweise der hat noch mehr Punkte. Oh, der hat noch nichts anderes gemacht wie oben. Ja, aber er kann. Die Frage ist, macht er's? Und wir haben noch andere Schläge. Also wir könnten auch hier. Ach, aber ich habe das Gefühl, die dauern länger. Okay. Ja, schön. Geht doch. Okay. Ich weiß gar nicht, was du hast. Ja, wart's ab, wenn sie von der anderen Seite kommen. Dann weißt du, was ich habe. Jetzt kommt der hat mehr Punkte. Ist aber, glaube ich, der gleiche. Ne, da kommen wir mal so. Interessanten Gang haben wir. Ein vermeintlich einfacher. Oh, jetzt kommen sie. Okay, das ist ein bisschen fies. Und jetzt habe ich vergessen, meine Kopie zu setzen. Mhm. Das heißt, wir fangen nochmal von vorne an. Ja. Mitte. Oben. Zack. Sehr schön. Klappt doch. Okay, wenn man hier halt wirklich genau das Timing hat, dann kann man ihn im Prinzip so killen. Mhm. Wir machen mal die Kopie, würde ich sagen. Wieso? Wo war das? Jetzt. So, das heißt, wir können dann hier anfangen. Du kannst ja einen neuen Slot haben sonst. Aha. Dann fängst du auch wieder ganz vorne an. Und du kannst sogar auswählen, wenn du stirbst, ob du wieder anfangen willst oder ob du eben hier anfangen willst. Aber ich kann jetzt wenigstens hier anfangen. Der steckt eh nur oben. Ja. Glaub mir, das macht er nicht. Oben. Der schlägt aber irgendwie tatsächlich immer nur oben. Ja, das doch. Jetzt gerät er in Strauch. Wackelt er. Aua. Noch ein Dingens. Direkt da wieder oben. Ja klar, was sonst? Wo soll er auch kann nichts anderes. Der kann nichts anderes, okay. Aber hast du gesehen, wie da plötzlich dann der andere kam? Da muss man tatsächlich ein bisschen... Jetzt kommt vor allem der andere, ja. Schön. Okay, hier wird er den gleichen Rhythmus haben. Ja. Oh, das hat schon nicht geklappt. Das ist eine knappe Kiste. Haben wir.
Okay, halt. Der hinter dir. Jetzt müsste ich doch eigentlich... Ja, er fragt schon wieder. Soll das ein Scherz sein? Ich möchte du nicht hast wieder, drei von denen. Ich möchte nicht, oh, hat der viele Punkte. Meine Güte, hat der viele Punkte. Muss man denn so viele Punkte auch nur haben? Von... Nee, der schlägt. Der Mitte. Ich war doch weit genug ein langes Schwert. Jetzt liegt da meine Leiche. Und gleich kommen sie wieder von der anderen Seite. Lag mal, ich möchte wissen, wo du hinschlägst. Mitte. Lagen immer denselben Schlag. Wehe, wenn er jetzt... Hey, Mitte, siehst du? Oh, jetzt oben. Oben. Ah, von hinten kommt einer. Oben. Ah! Wow! Gut. Und gleich nochmal. Ja, und nicht nachlassen. Zack, schneller sein. Mein Gamepad vibriert. Ich weiß doch nicht warum, aber. Ja. Okay, den haben wir. Aber da kommen halt noch weitere. Wie drehe ich denn? Oh Gott, ich weiß gar nicht, wie man dreht. Nein, nicht eine Kopie erstellen. Dreh dich. Er dreht nicht. Er dreht sie nicht. Das ist natürlich fatal. Er sollte sich drehen, weil sonst ist der dann gleich bei uns zu Hause. Mhm. Dann mit den Knöpfen geht das nicht. Was haben wir denn sonst noch für Knöpfe? Ja. Oh, puh. Jetzt aber. Okay. Ob ich mir das merken kann, ich weiß nicht. Wo schlägt er hin? Oben. Oben. Mitte. Nein, jetzt habe ich aber oben. Ich wollte oben. Ah, jetzt bin ich wieder tot. Ah. Ja, viel Spaß mit Harry. Danke. Möchtest du von Anfang an? Ah, ja, jetzt bin ich gespannt. Das gute A. Genau, das gute A, das gute A. Da, er nimmt sein Kelch mit oder was auch immer das ist, damit er eine Kopie machen kann. Mhm, wie gesagt, da kriegst du einmal eine gewachschelt. Mhm. Dann Richtung Schwert drücken, dann nimmst du das auf und jetzt gilt's eigentlich. Zack, nochmal eins an die Rübe. Ah, daneben. Ja, davon rein gilt nicht, weil von der anderen Seite kommen dann auch welche. Ja. Schneller sein, hä? Eben, es sieht vielleicht gar nicht so schwer aus, aber man muss so schnell sein in der Wahrnehmung, wo der hinschlägt. Hat was, wenn man zuschaut, ist es einfacher. Ja, ja, glaube ich. Utsch. Oben. Der ist doof. Unten. Ja, ich war zu spät. Oben. War wieder zu spät. Und hier. Hey. Der Gang ist wirklich geil, nicht? Ja. Hat auch schon was komm von... Doch her, komm doch her, komm doch her. Genau, ja, ja, da, los. Schlag mich doch. Genau. Ja, weil so. Sie hatten ja keine Pferde. Oh, unten. So, ein... Nein. Hier, Mitte. Das. Oh, Mitte. Schlagen. Ja. Nee, du musst blocken. Ja, so geht's auch. Und jetzt im richtigen Moment wieder. Genau. Nochmal. Einmal drauf. Und nochmal. Siehste? Nochmal. Ah, noch einen. Ja, okay, den hat er. Das ist gar nicht so schlecht, also für das erste Mal. Aber jetzt wird's lustiger. Was gibt das, bis es fertig ist? Üben. Okay, er übt, okay. Wir üben. Maulwurf, da ist ein Maulwurf da unten. Erinnert mich an Pitfall irgendwie, wenn man so unter die Erde kann und so. Das ist natürlich schon cool. Wie gesagt, die Grafik, also mir gefällt die sehr cool. Mir ist der Schwierigkeitsgrad ein bisschen zu hoch. Ihr werdet gleich wissen, warum. Nix. Nimm das. Aha, oben. Die er hat keine Reichweite. Und gleich einmal schlagen. Ach so, im Schlag doch. Ich habe den Block-Knopf noch gedrückt. Und weg. Nimm das. Genau. So. Nimm das. Oben. Autsch, was war das denn? Dein Tod. Mein Tod? Dein Tod. Oh nein. Von Anfang an, jetzt fängst du aber da an, wo ich vorher war. Ja, ja, das ist okay. Ach. Ich kann's jetzt. Okay, er ist jetzt Meister seines Fachs. Das war die Mitte. Ja, das stimmt. Bis da von Beginn hin. Mit A, wäre eine Option. Nee, eins runter müsstest du ach so. Sagen. Und jetzt da. Ja, jetzt hast du nochmal dein friedliches Bauernleben. Na, die Szene kennen wir bereits. Mhm. Haben wir schon eins. Mit der lecker grasessenden Ziege. Das bewegt sich sehr graziell. Es ist sehr graziell. Graziell, nicht graziell. Hallo? Ja, du musst näher ran. Denk dran, von hinten kommen dann auch welche. Ja, aber wenn so ich zuschlage, nicht. Der hat noch nicht zugeschlagen. Du musst warten, bis er geschlagen hat, dann hast du Zeit. Wenn er getroffen wird, dann steppt er einen Schritt zurück, sozusagen. Ja, ja. Der steppt. Okay. Das ist ein Hobby von ihm. Yes.
habe ich gelesen. Ach, fangen wenn's wir nochmal von vorne an. Wenn es ein Bär wäre, stirbt der Bär. Fangen wir doch glatt nochmal von vorne ja. an. Oben. 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 Mitte. Unten. War das Mitte? Mitte. Mitte. Oben. Oben. Und gib ihm. Und gib ihm. Gefällt. Ja. Oh, ich wollte gerade. Mhm. Ja, eben. Kennst du das Gefühl? Ja. Also ich hätte dann gleich gedrückt. Mhm. Oben ist irgendwie am einfachsten. Oh, come on. Ja, da kommt dem der andere Kollege wieder. Ja. Oh, ich habe noch gelebt. Echt jetzt? Ich dachte, es hätte mich doch schon. Habe ich auch gedacht. Kriegt man da irgendwann eine Rüstung oder so irgendwas? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Immer kriegt man Nerven. Ja, vor der Rüstung bekommt das man die Nerven zusammen. Das kann ich dir versprechen. Schön. Okay. Kannst du dann ein dickes Schwert nehmen? Nee, schnell weg. Ja. Ich möchte eigentlich, was wollte ich denn? Den hier. Ich habe keine Dingens mehr. Ach, aber wie macht man denn das, wenn man später im Spiel ist? Wahrscheinlich. Ach, ich habe es abgebrochen, weil ich Angst hatte vor dem hier. Findet man neue? Ja, dann. Aber dann kommt, dann kommt von der anderen Seite wieder einer. Die sind reine Timing-Sache. Oh, come on. Tja, das war's. Und noch einen hinterher. Okay, puh. Aber jetzt müsste ich hier mein Männchen hinstellen können. Kannst du ja nicht. Hast ja keins. Jetzt habe ich mich gedreht. Wo war gleich noch mal Männchen hinstellen? Hier. Noch erstellt. Aber warum packt es denn wieder ein? Weil er kann's. Wie kriege ich denn die Männchen von da hinten? Kann ich die aufsammeln? Vielleicht einsammeln, ja. Nee. Andere Taste. Kann man die irgendwie aufsammeln? Nee. Also keine Ahnung, aber... Teste mal alle Tasten. Sieht nicht so aus. Das müsste doch eigentlich funktionieren. Nee, da kann man nur drehen. Das ist aber der Hammer. Da muss man extrem aufpassen, wo man die hinstellt. Da fehlen mir die Worte. Ja, die. Gibt's ja gar nicht. Sehr gut. Okay, klappt ja. Aber ich möchte jetzt Männchen hinstellen. Warum kann ich denn hier nicht... Nee, du nicht drehen. Hast? Keiner will drehen. Wir wollen Männchen hinstellen. Du hast kein Männchen mehr. Ja, das gibt's doch nicht. Das ist ein relativ umfangreiches Spiel. Also das geht noch bedeutend weiter. Das geht noch in Schlösser rein etc., habe ich gehört. Ja. Aber ja, mit zwei so Geräten, wenn man die nicht wieder aufsammeln kann. Von hinten kommt der von wieder oben. Aber. Ja, es ist halt irgendwie, es ist ganz klassisch ein Spiel, das Leute gefallen müsste, die sich denken, ich zeig's dem Spiel. Nicht mit mir. Aha. So nicht, Dark Souls. Ich zeig's dem Spiel, ich gewinne dieses Spiel. Aber da musst du wahrscheinlich, bis du das hier irgendwie weiter kriegst, da musst du ein paar Abende spielen. Ich meine, wie gesagt, wenn man zuguckt, das sieht relativ einfach aus, aber es ist dermaßen nicht zu erahnen, wo sie teilweise hinschlagen. Und wenn du das weißt, dann ist es keine zu Chance. Spät. Ja, keine Chance mehr. Irgendwie. Es sieht wirklich einfach aus, absolut. Ich gebe dir recht. Oben? Nee, Blödsinn. Es ist reine Übungssache. Oh, ich musste, damit ich hier wegkomme. Ja, ja, klar. Ich hab eigentlich. Mhm. Also eigentlich habe ich. Ist aber heavy, weil da musst du wirklich genau den richtigen Moment erwischen. Hüpfen wir mal munter weiter. Doc, wir hatten kein Geld für Pferde. Nein, darum nahmen sie Kokosnüsse. Gott, hat der ein großes Teil. Ja, der schon wieder. Wie bin ich auf? Der macht, glaube ich, wieder alles. Der ist multischlagtechnisch, wobei er macht oben. Oben! Oh, ja. Die kommen hinter Felsen. Also entweder kommen sie aus der Kuh raus. oder sie kommen hinterm Felsen hervor. Jetzt Männchen hinstellen. Jetzt wer hat Männchen hinstellen? Mhm. Er stellt nicht, weil er da hinten irgendwie, es ist da ein Kreuz. Ist nichts, aber das muss da irgendwie gehen. Ich gehe nochmal zurück. Bin eigentlich schon mal auf die andere Seite gegangen? Ne. Wahrscheinlich ist dort das Ende. Genau. Die Schlusssequenz. Das kennt man doch von so fiesen Spielen. Dass dann plötzlich irgendwie, wäre man in die andere Richtung gegangen? Von hier kam wir. Ja. Das geht tatsächlich weiter. Ah ja. Eichhörnchen. Es wird leise. Was ist das denn? Also hier mit Zauberer. Was macht der? Der macht uns tot, habe ich das Gefühl. Nee. Oh, und was ist das? Oh Gott, da kommen sie alle in gesammelter Dingens. Meine Herren, Steinbock dabei oder sowas. Echt jetzt? Kommt der nicht mehr? Nee, der kommt nicht. Oh, doch, ja. Weil sonst kommt der später. Ja. Also wenn dann der ganz Grobe da ist.
Das ist oldschool. Ja, genau. Das ist tatsächlich oldschool, dass man jemand die Tasten kennt. Vor allem einfach eine Timing-Frage. Ja. Wie gesagt, also das klingt blöd, aber das lernt man wirklich bei den alten Arcade-Automaten. Ist genau das A und O. Dass man irgendwie so eine Art Timing entwickelt. Je mehr das du spielst, desto eher hast du halt dieses Timing. Mhm. Ich möchte die Bienen hier irgendwie. Da sind doch Bienen da. Du denkst du? Ja, müsste. Ja, müsste doch. Mitte. Gib ihm. Warte mal. Und oben. Mitte. Schlagen. Mitte bin. Sauber. Das war tatsächlich stark. Das muss man ja wirklich auch mal fairerweise sagen. So, jetzt kommt ja der Hansel, den schnell wegatmen. Oben. Nein, oben, schlagen, oben, schlagen, oben. Schlagen. Nee, blocken. Du musst bei dem auch blocken. Der ist nicht so, also ohne ist er auch nicht. Ja, irgendwie. Das, genau das gleiche System. Ich mach noch mal. Schlagen lassen. So. Und dann, den kannst du nicht einfach wegsneaken. Okay. Nein, falsch. Oben. Bitte. Jawohl, sauber. Jetzt soll ich aber den machen. Ja. Mitte, Mitte. Oben. Oben, oben. Oben, oben. Mitte. 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 Macht er nicht. Oben. Oben. Ja, aber, Herr. Ja, aber. Daneben? Ja, was, Manns? Ja, aber ich. Es ist doch. Irgendwie ist es doch nicht zu glauben. Oben. Mitte. Oben. Ich erkenne es an den Bewegungen mittlerweile. Ja. Mitte. Weil ich sage, musst du gedrückt haben. Ja. Oben. Mitte. Ich habe einen sauber. Jetzt soll ich aber den machen. Jetzt aber nicht von dem, da musst du auch blocken. Der ist auch heavy. Ja, schon klar. Der ist noch nicht ganz so heavy. Genau, oben schlägt jetzt. Dran, genau. Oldschool Timing. Jawohl. Spielsalon, sage ich dann nur. Jahrelange teure Erfahrungen. Ja, Spielsalon in den 80ern. Ja, jedes Mal einen Franken pro genau, Game. Genau, jedes Mal wieder eine neue Münze rein. Eieieiei. Hey, jetzt komme ich zum ersten Mal auch zum Kannst schwarzen Ritter. Kannst du den hinsetzen? Nee, du bist aber im gleichen Speicherstand. Das geht nicht. Ja, nicht. Ja, das ist ärgerlich, dass man nicht das ein bisschen weiterziehen kann. So, der ist halt also viel Vergnügen. Mhm. Aber du hast volle Lebenskraft. Pass auf, der hat eine olle Reichweite. Unten. Der hat das ganze Repertoire. Ja. Oben. Bist du weit weg. Genau, sehr gut. Oben. Oh, bis man da... Wirklich? Bis man da dran ist. Ja, bist du weit weg. Ja. Möchtest du nochmal? Nein. Ehrliche Frage, ehrliche Antwort. Sollen wir zum Resümee kommen? Ja, ich würde sagen, im Groben habt ihr ja gesehen, worum es geht. Das Spiel geht natürlich starten noch... Starten wir mal nochmal einfach so und wir... Ja, sprich. Und ja, versuch es nochmal. Nee. Man kommt natürlich noch weiter. Es geht tatsächlich noch irgendwie in ein Schloss rein oder irgendwas, habe ich gelesen. Aber es ist ohne Scherz einfach nicht ohne. Wir haben jetzt eine Stunde 15 aufgenommen. Das Video wird wahrscheinlich irgendwie so eine halbe Stunde gehen. Also wir haben noch zwischendurch ein bisschen rumgeübt. Mhm, es ist einfach bockhart. Ganz einfach. Also wenn ihr auf Spiele steht, die undankbar sind irgendwie, die aber halt fordern und vor allem die wirklich, soll ich sagen, wenn du es natürlich schaffst, dann hast du es dem Spiel gezeigt. Das ist genau das, was ich meine. Dann hast du natürlich schon ein relativ gutes Gefühl. Aber ich behaupte, da musst du eine Weile üben, bis du das halt wirklich komplett intus hast. Ja. Ich glaube, man hat bei uns jetzt eine gewisse Lernkurve gesehen. Ging ein bisschen rauf von wegen, man lernt es dann doch ein bisschen besser. Aber bis wir jetzt noch weiterkommen, üben wir noch mal 3 Stunden. Das wird ein paar Stunden gehen, richtig. Und er muss morgen wieder arbeiten und ich aber auch zu tun. Also von daher. Aber ich hoffe, war halbwegs interessant für euch. Vielleicht sogar witzig. Ich weiß es nicht. Ich muss das zusammenschneiden, weil ich kann nicht 1,5 Stunden das Video machen. Mal gucken, ob ich gute Momente finde. Also teilweise war es wirklich relativ lustig. Ja, wie gesagt, wenn ihr auf Spiele steht und euch gerne die Zähne ausbeißt und gerne das Gefühl habt, wenn ihr es dann schafft, von wegen dem Spiel habe ich es gezeigt, dann seid ihr hier richtig, würde ich sagen. Ansonsten, danke fürs Zusehen. Danke euch auch. Danke an Harry fürs Dabeisein. Ja. Und dann sehen wir uns vielleicht mal wieder demnächst gerne. In einem Video bei einem Spiel, das wir auch beherrschen. Ja. Hoffentlich. Viel mehr bleibt mir da nicht zu sagen. Okay, macht's gut. Tschüss. Alles klar, schönen Tag noch und tschüss.